Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Einmal schnell da durch, bitte. Danke. Nur kurz, ja. Ich weiß, mein Rucksack ist geil. Deswegen haben wir ihn ausgesucht. Danke. Ah, immer diese Knutscherei von diesem Besoffenen. Hau ab. Ich will nicht. Danke. Oh Scheiße, mich hat irgendjemand gesehen. Den dahinter. Die Olle war mal wieder schuld. Mist, das sind echt viele. Ich hab's gesagt. Wo sind viele? Was laberst du? Da ist niemand. Alter. Da ist doch niemand. Boah, die sind aber ganz schön viele Gegner. Wahnsinn. Niemand. Das ist aber sehr viel. Eine sehr viele Anzahl. Niemand. Wahnsinnig. Unglaublich. Dieses Spiel hat zu viel Alkohol getrunken, glaube ich. Ah, Akzent. Mensch, Leute. Ich bin hier. Hallo. Nehmen wir mal doch noch da die Guten. Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Treffer. Beide? Glaube. Ja. Yeah. Sehr gut. Easy Mode. Ich glaube, beide hat es zerfetzt. Ich bin mir nicht sicher, weil irgendwie hat es ja krass ziemlich viel verfetzt, aber ich glaube, es sind zwei. Ah doch, ja, es sind zwei. Guck. Eins. Fünf. Ach so, zwei. Ja gut, also dann ist ja wahrscheinlich andersrum, ne? Andersrum, okay. Hätte ich das gewusst, dann ist er 1, 5, 2, 4, 3. Ja, dann ist easy going. Ja, perfekt. Wie hast du das gemacht? Ja, Magie. Du bist die Beste. Du bist extrem gruselig, wenn ich das mal sagen darf, ne? Alter, was ist das für stinkendes Zeug? Hat er gefurzt? Hilfe. Okay. Gehen Sie weiter, bitte. Was? Auf mal, ey. Idiot. Heilen bitte. Ja komm, Ducken ist glaube ich unnötig. Ich springe immer. Danke. Easy. Kein Problem. Weil ich es schnell machen kann. Oh, sie kann schnell machen. Oder sehr viel schlimmer machen kann. Denk daran, was er getan hat. Wie viele Menschen sind tot seinetwegen. Das ist deine letzte Chance. Verwandelt sie sich jetzt nicht noch?
Beruhig dich. Beruhig dich. Beruhig dich. Beruhig dich. Beruhig dich. Busa, Ohren kraulen und sagen Busa. Ja, Busa. Habe ich eine andere Wahl? Nicht, drück nicht. Ich bin nicht so brutal. Ich bin ein zivilisierter und sehr, sehr freundlicher Mensch. Ich drück nicht. Kann Schlang so schniefen. Kann Asthmaanfall kriegen, wenn du magst. Ich drück nicht. Was ist das für ein Mumpitz? Ich habe gar keine andere Wahl. Ich will sie nicht umbringen. Ich fühle mich gerade echt von dem Spiel gemobbt. Das ist Mobbing der höchsten Stufe. Das kann doch nicht sein. Was soll denn der Mumpitz? So ein Mumpitz, ey. Also gut. Wenn ich halt keine andere Wahl habe, was soll ich machen? Es tut mir leid, es tut mir leid. Es tut mir leid, das Spiel wollte es so. Ich wollte es nicht so. Muss ich jetzt nochmal? Alter. Also das Spiel verlangt gerade schon sehr, sehr viel von mir. Also das Spiel ist echt gewaltverherrlichend. Der schlägt seine eigenen Leute, Gude. Kannibalen! Hier kann man vielleicht sowas machen. Okay, das juckt den auch nicht. Aber noch ein paar Molotov-Cocktails für dich. Bitte schön. Stirb! Ja, du Niete. Aber lass mich in Ruhe. Haha. Alter, Falter. Bin ich da lang? Nein, ich glaube, ich muss umdrehen. Wo muss ich denn hin? Kann ich da durch? Nein. Hilfe. Okay, das war keine gute Idee. Voll brutal. Ich frage mich, ob der Typ vielleicht jetzt nochmal einen neuen Körper findet. Und es dann nochmal so ein Bossfight gibt, aber nochmal in XXL. Alter, erschreck mich doch nicht so! Immer diese Herzinfarkte. Tod. Endlich mal. Fanatisch. Wahrscheinlich, ne? Fanatisch. Hä, wie kann ein Hader nicht drin sein? Was ist das für ein... Das ist wieder scheiße übersetzt. Naja, schon wieder ein Fehler gefunden. Wie kann ein Haar nicht drin sein in dem Wort, wenn ein Haar schon drin ist? Also meine lieben Übersetzerkinder. Ist wirklich geil. Sieht anders aus, ne? Absolut. Ach, Schuhe eigentlich? Komischer Dude. Ich sehe mich gar nicht. Komischer Dude auf jeden Fall. Ich
Oh oh. Ja, da war einiges aus, du. Super Kind, hilf mir nochmal. Zu spät. Mein Rucksack. Wo ist mein Rucksack? Schmeißt mal jemand meinen Rucksack runter, bitte. Okay, der lebt jetzt immer noch. Alter. Diese Brutalität. Und jetzt wird noch gekuschelt am Ende. Alter. Erst brutal und dann noch sexueller Content. Weiß nicht, ob ich das für gut heißen kann. Spiel. Und dann auch noch kleine Kinder dabei. Hilfe. Also sage ich zu mir selber. Also da habe ich mir echt was Geiles einfallen lassen. Endlich mal ein Spiel mit Tiefe. Und einem guten Gameplay. Einfach irgendwelche Türen hinmachen in einen Raum und die sind alle abgeschlossen. Das macht bestimmt Spaß dann, die Türen anzuklicken und zu sehen, sie ist verschlossen. Und der Spieler denkt dann, oh verdammt, sie ist verschlossen. Vielleicht gibt es irgendwo eine Türe, die auch offen ist. Das wäre nämlich echt geil. Achtung, Ironie. Also ich finde, gerade die Suchpassagen hier, finde ich echt sehr, sehr grenzwertig. Kann ich nicht verstehen, was das Naughty Dog so gemacht hat. Weil das ist mega zäh und macht keinen Spaß, irgendwelche Türen zu suchen, die offen sind. Kann ich nicht verstehen, dass sie da sowas gemacht haben. Finde ich schade, weil im Grunde genommen ist das Spiel halt echt richtig gut, aber die Passagen, die kann ich jeden verstehen, der dann sagt, ey, was ist das für ein Scheiß. Komm schon! Alter, ernsthaft jetzt, wenn ich sie nicht umbringe, ich hab grad nicht gedrückt. Wenn ich sie nicht umbringe, dann bringt sie mich um. Das ist so assi. Ende war halt krass brutal. Es war schon, ich habe so ein Spiel noch nie gespielt bisher. Weil du spielst halt zwei Charaktere und die sind halt komplett gegensätzlich zueinander. Ein Charakter hast praktisch den anderen Charakter, aber du spielst praktisch beide die Hälfte der Zeit, wo du das Spiel spielst. Also du spielst halt irgendwie 15 Stunden die eine Charakterin und dann die andere Charakterin. Und das große Finale ist, dass beide gegeneinander um Leben und Tod kämpfen. Und ich wollte sie nicht umbringen, aber ich muss sie umbringen, weil sonst bringt sie mich um. Aber im Endeffekt ist trotzdem niemand gestorben. Komplizierte Geschichte. Muss man dabei gewesen sein. War auf jeden Fall. War sehr interessant. Ein sehr interessantes Spiel. Ich habe sowas bisher noch nie erlebt. Auch der Grad an Brutalität war, finde ich, ein bisschen arg überzogen. Weil manchmal wollte man halt nicht unbedingt die Person kaputt schlagen. Weil man denkt halt, hey, du, ich kenne die doch gar nicht. Warum soll ich die schlagen? Oder habe ich irgendwas verpasst in der Geschichte? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall komische Geschichte. Komische Geschichten. Aber im Endeffekt, Grafik war Bombe. Animationen waren mega. Auch wie sie praktisch durchs Wasser durchläuft und so, war super. Also, da kann man sich echt nicht beschweren. Es war halt absolut AAA. Es hat nichts mit Mario zu tun, was Animationen angeht. Also, nichts gegen Mario, ne, aber das ist schon fast fotorealistisch gewesen. Einmal gab es so ein brennendes Dorf.
Alter Falter, das sah so gut aus. Das brennende Dorf, das sah so verdammt gut aus. Das war echt mega gut. Ich glaube, wir müssen die alle runterlassen. Ne? Jetzt hätte ich irgendwo einen P-Switch, um das zu beschleunigen. Wahrscheinlich, aber ich habe nichts gefunden. Aber jetzt kommt der Typ mit den Bällen. Ah, okay, genau. Dann muss ich warten. Ja, die Geschichte alleine war ja echt gut und das Ende finde ich eigentlich auch. Aber du weißt ja, wie es heutzutage ist, ne? Es wird halt relativ viel kritisiert, was vielleicht nicht kritisierenswert ist, was halt Kritik auf ganz hohem Niveau ist, teilweise. Und auch die ganzen negativen User-Wertungen kann ich nicht unbedingt nachvollziehen halt. Na, danke für Infinite Mushrooms, das macht auf jeden Fall alles einfacher. Sonst wird ja, heutzutage wird ja alles gehatet irgendwie, so finde ich. Und das Spiel hat es auf jeden Fall nicht verdient, gehatet zu werden, ist meine persönliche Meinung. Es war komisch teilweise, ja. Und ich kann Menschen auch verstehen, die sagen, das Spiel ist nichts für mich. Weil es gibt halt so Passagen, wo du halt praktisch einfach nur rumsuchen musst, ne. Und du weißt ja auch, wie das bei mir ist, ne. Ich bin jetzt nicht unbedingt der, wo dann wirklich denkt, boah geil, ich kann hier ewig lang rumsuchen. Für mich ist das total toll, ne. Du hast halt irgendwie einen Raum, oder von mir aus drei Räume, hast 10 Türen, davon sind 9 davon abgeschlossen und eine offen. Und du musst halt die offene Türe suchen. Und das ist oft so. Also, ich sag jetzt mal, ungefähr eine halbe Stunde im Spiel von den 30, wo ich jetzt gespielt habe. Hast schon eine halbe Stunde, wo du nur Türen suchst. Und das kann es halt nicht sein in so einem Spiel, finde ich. Da hätte man sich irgendwas Besseres müssen überlegen. Also, das ist jetzt nicht kein geiles Gameplay. Man sagt, such die Türe, die offen ist, ne, und renne einfach wild da rum. Und du hast ja überhaupt gar keine Ahnung, welche Türe offen sein können, weil du kennst das Spiel ja nicht. Schon extrem seltsam. Naja. Und was mir auch noch negativ aufgefallen ist, du hast halt auch, klar, du musst halt so gewisse Sachen halt einsammeln, wie Munition und Medikits und so Zeug, ne? Und dann hast du halt immer Schubladen. Du hast halt immer Schubladen. Und manchmal ist was drin, aber manchmal nicht. Beziehungsweise, ich sage jetzt mal, in 20% von den Fällen ist was drin. Das heißt, von 10 Mal hast du 2 Mal irgendwas drin. Oder wenn du 5 Mal Schublade aufziehst, hast du 1 Mal irgendwas drin. Das heißt, du rennst eigentlich wirklich Stunden, verbringst du damit, nur Schubladen aufzuziehen, wo gar nichts drin ist. Auch kein gutes Gameplay. Kann man auf jeden Fall besser machen. Aber eben, abgesehen davon, was Grafik angeht, was Geschichtsinszenierung angeht, was Synchro angeht, was auch wirklich Ideenreichtum angeht, an Zombies halt, ne, und wirklich Emotionalität und auch Tabuthemen. Es wird zum Beispiel das Thema lesbisch sein, wird behandelt. Es wird das Thema Gras, also ja, Cannabis halt, wird auch mit aufgenommen in dem Spiel. Also halt viele kontroversen Themen, die echt sehr interessant sind, weil man hat sie davor bisher noch nicht gesehen in dem Spiel. Deswegen. Also müsste ich es bewerten. Ich mache wahrscheinlich auch nochmal ein Fazitvideo oder so auf YouTube. Ich würde sagen, von 10 Punkten würde ich eine 7 geben. Aber ich bin da, glaube ich, auch sehr streng. Aber eine 3, so wie es in die User-Wertungen von Metacritics im Moment drin ist, hat es nicht verdient.